Darum wird man im Winter vergesslicher. Viele Menschen leiden in den dunklen Wintermonaten unter Konzentrationsproblemen, Antriebslosigkeit und fühlen sich traurig. Grund dafür ist häufig ein Mangel an Vitamin D, bedingt durch die geringe Sonneneinstrahlung an dunklen Tagen. Dass auch das Gehirn unter dem Lichtmangel leidet und das Gedächtnis nachlässt, ist wissenschaftlich belegt. Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts erreicht nur etwa die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland die optimale Vitamin-D-Konzentration von 50 Nanomol pro Liter im Blut. Vitamin D wird zum einen über die Nahrung aufgenommen, dadurch werden jedoch nur 10 bis 20% des Bedarfs gedeckt. Den Rest produziert der Körper in der Leber selbst. Dazu bedarf es jedoch des Sonnenlichts, das über die Haut aufgenommen wird. Der Berufsverband Deutscher Nervenärzte schätzt, dass zwischen 10 und 20% der Bevölkerung in den Wintermonaten eine Winterdepression durchleben. Bei weiteren 5% können ausgeprägte depressive Episoden auftreten, die fachärztlich abgeklärt werden sollten, auch um eine echte Depression auszuschließen. Experten vermuten die Ursache der Seasonal Affective Disorder in den veränderten Lichtbedingungen im Winter. Wissenschaftler der University of Alabama haben bereits 2009 in einer Studie untersucht, wie stark die Gedächtnisstörungen von SAD-Patienten sind. Die Forscher analysierten die Daten von fast 14.000 Personen im Hinblick auf Depressionen, kognitive Funktionen und ihren Aufenthalt im Tageslicht. Dabei zeigte sich, dass Teilnehmer, die sich viel im Dunkeln aufhielten, ein 1,4-fach höheres Risiko für Gedächtnisschwäche hatten, als die, die viel Licht im Freien tankten.